Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Rise of the Tomb Raider. Und ich sehe da oben schon Typen. Ich bin nämlich den Berg hochgeklettert zu dem Gulag, wo wir jetzt hin sollen. Aber hier ist einfach so direkt ein Typ in meiner Fresse und das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Deswegen schalten wir den doch einfach mal schnell aus. Scheiße. Okay, da sind doch noch ein paar mehr Leute, als ich gedacht hätte. Hallo. Haha. Oh, fuck. Oh, ich dachte, das wäre es gewesen. Scheiße, und daneben. Und Bitch. Dai, was? Der ist immer noch nicht tot. Ach, bist du eine Bitch? Hör mal, dauert so 3 Jahre. Das muss es jetzt aber mal gewesen sein, oder? Ich bin nämlich irgendwie extra diesen Weg gegangen. Ich dachte, hier ist bestimmt viel mehr Zeug zu holen. Da war nämlich auch ein Monolith und so, den man lesen konnte. Das fand ich dann doch zu geil. Da wollte ich jetzt nicht den anderen Weg gehen. Aber naja. Egal. So ein paar Leute, die mich überfallen wollten und töten wollten. Ist ja kein Problem. Wir sind Lara Croft. Wir sind super. Wir brauchen diese Scheiße nicht, okay? Was? Der liegt so voll im Feuer drin. Was geht mit dem? Der chillt ja einfach nur so ein bisschen. Hey, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich bis dahin geschossen hätte. Aber wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Und wir können unsere Waffe ein bisschen erweitern. Das ist doch eigentlich ganz cool. So, oh, nice, nice, nice. Nicht schlecht, ja. Okay, was steht noch an? Wo müssen wir hin? Also ich glaube, hier hieß es gerade irgendwas, dass wir eine Seilrutsche benutzen sollen, oder? Ich meine schon, was ist das? Da geht's auch weiter. Und da habe ich was blinken gesehen. Moment, Moment, Moment. Erstmal zu dem blingigen Zeug hingehen. Das ist super important. Was ist das hier? Aha. Was haben wir denn hier? Ich wette, hier ist irgendeine Bitch drin, oder? Vorratsschuppen. Abzukaufen? Okay. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Okay. Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du Oh. zahlen kannst. Und ich habe nicht Aber genug fehlende Geld. Dinge fallen dir nicht auf. Aber Schade. wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. I see. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben Und einen ich kann nichts Deal? davon bezahlen. Oh mein Gott, Dass sie guck dir mal die mich aufhalten fetten. Oh kann. mein Gott, es ist geil. Ich hätte voll gern das Militärgewehr, das wäre voll toll für mich, aber naja. Ein gruseliger Typ mit Namengesicht namens Konstantin. Das ist doch dieser Kranke da, den wir, glaube ich, auch am Grab getroffen haben, wo wir alles explodieren lassen haben. Ich glaube, das ist der, ne? Das ist wie scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen fragst du? Es sind Leute hier, Einheimische wie aus der Steinzeit. Hör mal, diese Bitches. Ich bin ja auf der falschen Seite der Geschichte. Tja, so wird das wohl sein. Kann man sich manchmal nicht aussuchen, wa? Okay, müssen wir jetzt wirklich hier hin? Ich bin mir nicht sicher, weil irgendwie wird was ganz anderes angezeigt. Und ich so, ja, ich gehe einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob das mit irgendwas aus. Ah, doch, ja. Doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Na dann! Wenn das so ist. Ha, jetzt habe ich mich hier reingecheatet. Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Oh, jetzt kann ich Einheimischen. jetzt sorgen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Wer war Kontrolle. das? Ich. Wenn die Station unhaltbar wird, werden wir einreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich könnte ihn jetzt Ich voll werde gut dich bekommen. assassinaten. Sorgen Sie Oh, dafür. nein, 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 nein. Scheiße, nein! Oh, das ist das Schlimmste. Ich wette, ich muss mich jetzt irgendwo rausschleichen. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Kommt was Creepiges? Ich will nichts Creepiges. Okay, es ist noch nicht creepy, aber es wird bestimmt noch creepy. Und die hat auf einmal andere Sachen an. Wer hat sie wohl umgezogen? Lara, geht es dir gut? Was? Wie ist das? Oh, Gott sei Dank. Wie ist das? Lara. Hä? Die Was Mutter? machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was Oh, ist hier los, das ist voll Lara? Ich habe depressing. Angst. Das tut mir so leid. Nein. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Es ist echt. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. Nein! So einfach ist das nicht. Da steht echt mehr auf dem Spiel. Junge Warte durch. Dame! Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Und trotzdem bleibt ihr Haar in jeder Situation super fancy. So muss das sein. Oh, diese Bitch. Nein, bitte nicht. Nicht foltern oder so.
Ja, mag ich nicht. Nein! 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 Don't do it! Fass sie nicht an! Bitte! Oh nein! Nicht! Nein! 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 Lass es! Nein! Lass es! Reden Sie! Nein! Nein! Doch rede einfach! Jetzt rede! Wo ist die göttliche Quelle? Mach nix! Bitte. Aufhör nicht! Sie lässt es nicht erst an ihre Mutter sterben! Nein! Nein, jetzt mach doch was! Nein! Hä, was? Hä, warum hört er auf? Sie hat keine Ahnung. Hä, was war das denn bitte? Warum hat er einfach aufgehört? I don't get it. Der ist doch voll des Arsch. Der wird nicht einfach aufhören. Du. Nein. Du gehörst zu denen. Was? Plot-Twist des Jahrhunderts? Du Dreck! So, bitch! Ich komm nicht klar. Nein, guck doch nicht so lassen. Oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Ich bin ganz so schockiert. Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Nein! Du suchst einen Sinn für dein Macht Leben. Jetzt mit. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Die Chance. Eigene Mutter! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Mhm. Aber er war geblendet vom Idealismus. Oh. Das hat ihn zerstört. Wovon seid ihr geblendet? Leute zu töten? Yes, Was geil! Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt wie sein Okay, also es ist wohl scheinbar nicht ihre Mutter? Das war nice. Oh, das war nicht so nice. Wir sind hier Diese fertig. Bitch? Nein. Noch nicht. Assibiert. Okay, also ich glaube, es ist nicht ihre wirkliche leibliche Mutter, sondern vielleicht nur die Freundin ihres Vaters. Auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Hör mal. Jetzt sag nicht, ich muss wirklich eine Entscheidung treffen. Ich will das nicht entscheiden. Also ich meine, erstmal will ich nicht sterben. Aber ich weiß auch nicht, ob ich diesen Leuten die Insider-Infos geben will. Die sowas mit mir machen. Das ist wieder alles scheiße. Voll die Patz-Situation. Mann, warum ist das so eine Bitch? Das regt mich gerade ernsthaft auf. Und bam von Fiss. Bastard! Hör mal. Was ist gerade passiert? Ich komme nicht klar. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Na, du siehst nicht schlecht aus. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Man hört es gar nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Auch true. Aber... Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Beweis es! Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Das ist ein fancy Dialog. Das wissen Sie über die. Richtig gut. Die unabhängige Lara ist voll cool. So, was ist hier los? Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Mhm. Dort kommt ein Luftzug durch. Ja. Vielleicht kann ich durchbrechen. Wie auch immer die sowas machen, vor allem was auch immer das bringen soll. Jetzt habe ich ein Rohr. Wow. Was genau haben Sie damit vor? Weiß ich auch noch nicht. Sobald ich's weiß. Hier reinklatschen. Offensichtlich. Siehst du, ich mache einfach jeden Gegenstand, den ich kriege, mache ich zu einem Eispickel. Ist doch nice.
Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Kann ich den jetzt retten oder nicht? Ich würde den echt gerne retten, weil das scheint schon irgendwie ganz cool zu sein. Aber mich regt es auch auf, dass er in Frage stellt, dass ich unabhängig bin. Bitch, ich brauche dich echt nicht. Und das sind meine Sachen. Yes! Yay, keine Schleichpassage! Wee, wee, wee! Ach, das ist schön. Ein Seil? Und er ist ruhig. Einen Weg raus. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ta-da-da-da! Yes! Ja! Ja! Neue Bogen! Ja! Ganz viele Erfahrungspunkte! Ja! Ist das super! Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, wie sieht's aus? Können wir einfach hier durch? Wir könnten jetzt theoretisch auf irgendwas schießen, aber das wird es letztendlich nur animieren. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, rechte Maus, das zu zielen. Moment, wofür brauche ich den Bogen für den Seilzug? Oh, ja, tatsächlich. Okay. Das war gar nicht auffällig, nein! Klappt. Können Sie da raus? Weiß ich nicht! Wow. Ich glaube, da hätte mein Arsch nicht durchgepasst. Halt. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne es. Ist das so? Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Diese Fuck off. Braucht ich nicht. Zweifle ich nicht. Die ist so cool. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Mhm. Ich weiß, was. Meine Jungfräulichkeit kommt jetzt so. Na gut, ausnahmsweise. Vor allem, wie in der Zeit niemand vorbeikommt. Und die hat echt einen Knacker. Ich konnte vorher nicht drauf achten, weil man den Zwischensequenzen nicht gesehen hat, aber diesmal konnte ich ihn sehen. Ich heiße Jacob. Danke für die Info an alle, die es mir geschrieben haben. Nehmen Sie das. Falls wir getrennt werden. Walkie-talkie! Hä? Hat die denn überhaupt selber eins? Oh Gott. Der hat gerade so geguckt, so, ja. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden. Nein, Moment. Erstmal muss ich das mitnehmen. Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand. Immer nur Teil, aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Sie waren vorher nicht so erschossen, Alter. Das glaube ich auch irgendwie. Eine neue, bessere Welt ist nah. Oh Gott. Ich hatte genug Zeit. Klingt ein bisschen krank. Zigaretten-Etui? Sieht ja super fancy aus. Warum gibt es so geile Zigaretten-Etuis? Okay, muss ich da hin? Ja, sieht's aus. Da ist ein. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Die hat vielleicht ein bisschen Schmerzen. Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht. Halten Sie linke Maus, hast du gedrückt? Was? Ich kann das so machen? Das ist natürlich cool. Ist sie hier? Und jetzt, aha, sag ich dir doch nicht. Tja, ist es wohl noch nicht so wirklich. Wie soll ich dir auch vertrauen, wenn ich dich überhaupt kein bisschen kenne? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigene. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Alle labern so auf einmal. Annas persönlichen Tagebuch. Sie hat meine Familie jahrelang manipuliert. Krass. Larry kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Ach, das ist die A. Okay. Für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. What? Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. What? Okay. What? Das ist krass. Aber ich finde gut, dass sie zumindest sowas wie Reue zeigt. Vielleicht stellt sie sich ja sogar noch mal irgendwann wieder auf unserer Seite, wenn wir Glück haben. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Yes! Oha. Oh yes! Der fett geile Bogen. Gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Interessant. Okay, hier können wir, glaube ich, mit dem Dietrich durch? Oder? Naja, ich glaube, hier kommen wir generell durch, weil es sieht so aus, als ob wir hier eh weiter müssten, oder? Ist das so? Ah doch, ich glaube schon. Ich meine, wir sind ja schon weit gekommen, weil hier ist irgendwie niemand. Es juckt einfach keinen. Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Okay. Weiß ich Bescheid.
Aber ohne Scheiß, es interessiert. Ich wollte gerade sagen, hier ist so irgendwie niemand. Es interessiert halt einfach keinen. Die letzte Lieferung. Das ist voll krass. Es guckt niemand danach, was mit mir in diesem Gefängnis passiert. So lalala, ja, wir haben die gerade da reingesteckt. Die ist so unser größter Feind. Und die so, ja, egal, wir lassen die mal da drin verrotten. Mal gucken. Ist ja nicht so, dass sie auch alleine in so ein fucking Grab reinrennt, ne? Und die denken sich so, nein, wir können die ganz alleine in so einer Zelle drin lassen. Die kommt da bestimmt nicht raus. Obwohl die voll hardcore ist. Sie unterschätzt die voll, die Bitches. Okay. Oh. Moment, ich hab's gleich. Ach du Scheiße. Aber dann würde ich gerne mal probieren, die hier auszuschalten. Weil ich glaube, das könnte doch ganz gut funktionieren. Da hinten durch ist, glaube ich, auch einer, aber den treffe ich wahrscheinlich nicht. Deswegen kann ich auch nicht in der Mitte ausschalten, weil das wird dem auf jeden Fall auffallen, der nämlich das Leuchtding sogar auf den richtet. Aber hinten durch ist einer, den könnten wir versuchen zu kriegen. Sobald er sich nicht mehr bewegt. Ich will nämlich nicht so riskante Aktionen machen, wenn es ja echt ein bisschen gefährlich ist. Ja. Okay, dann mal eben kurz gucken. Ist hier noch wer, der mich sehen könnte? Warte, ist da oben einer? Ah, scheiße. Okay, der wird mich nicht sehen. Aber ich habe echt Angst, dass mich der seitlich da sehen wird. Okay. Und... okay. Oh. So, jetzt haben wir erstmal die ganze Gefahr von oben ausgeschaltet. Das ist perfekt. Weil von unten wird es echt kein Problem mehr sein, wenn wir uns oben aufhalten. Weil so viel können die jetzt auch nicht machen. Okay. So, ich nehme mir aber erstmal das Hühnerei mit. Wir müssen ja wohl gestärkt in den Kampf gehen. Was ist, wenn ich den ausschalte? Ja. Okay. Der guckt in eine andere Richtung. Ja. Ja. Okay. Oh mein Gott. Das war nicht schlecht. So, die zwei habe ich noch. Sind das wirklich alle? Ich glaube, das könnten wirklich alle sein, weil ich habe ansonsten auch so ziemlich jeden ausgeschaltet. Oder wobei, im Haus waren noch zwei, ne? Scheiße. Aber der ist auch nach draußen gegangen. Vielleicht ist nur einer da, oder? Der ist schon zum Gespräch dahin gegangen. Ah, ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal... komm, ich mach jetzt einfach. Ich mach erstmal den hier, weil der andere muss sich umdrehen. Der braucht länger Eingewöhnungszeit, um das zu checken. Oh, wirklich? Scheiße. Okay, perfekt. Ich glaube, das war alles. Super, wow, es hat geklappt. Oh nein, doch nicht. Tschüss, Bitch. Okay, ich glaube, das waren alle. Das war echt ziemlich badass gerade. Ich liebe es, badass zu sein. Oh mein Gott, das war super. Hey, wow, ich muss mich da festhalten. Sonst sterbe ich. Total, es ist so super gefährlich. Hilfe, Hilfe, Mami, Mami. Okay. Oh, puh. Das ist immer so super tense, ey. Ich liebe es. Es ist so faszinierend. So, ich mache mir nochmal ein paar Pfeile hier. Weil wir haben nicht so viel. Und der Hubschrauber kommt. Das ist nicht so toll. Fuck. Scheiße, den müsst ihr ja eigentlich dann voll sehen, dass hier die ganzen Leichen rumliegen. Das finde ich nicht so ganz cool. Was ist das hier? Was mache ich damit? Kann ich das zum Explodieren bringen? Aber was auch immer das bringen soll. Ich glaube, ich kann hier noch was machen, weil ich glaube, das ist im Grunde die Aufgabe, dass hier was hergefallen ist. Fragt sich, ob Anna zu sentimental geworden ist. Da gibt es wohl Stress im Paradies. Sind endlich wieder vereint. Oh mein Gott. Ja, ich will nicht, dass sie was zusammen haben. Das ist echt richtig komisch. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Tja, sieht wohl so aus. Okay, das ist interessant. Naja, wie auch immer. Da müssen wir wohl hin, aber ich möchte eigentlich noch die ganzen Leute ausplündern, aber wir sind eh schon so voll lang dran. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier erstmal den Part und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn ich hier dieses ganze Gedöns weitermache und hoffentlich nicht entdeckt werde. Also sehen wir uns dann. Bye, bye, Chakabras!